Vortrag Der Gartenteich. Ich habe mir das mal so überlegt, dass es heißt Vom Wunsch zur stimmungsvollen Oase der Ruhe. Weil ich glaube, dass Wasser im Garten immer so etwas ist wie Ruhe, Besinnung. Die Welt besteht zu 60% aus Wasser. Wir haben 60% Wasser. Von daher ist es nahe, dass man auch mal einen Wunsch hat, einen Garten zu haben. In meinem Vortrag erhebe ich nicht den Anspruch, Ihnen heute den Teich vorzustellen und sonst gar keinen, sondern meine Idee besteht darin, Ihnen, wenn Sie einen Teich anlegen wollen, darum geht es also eher, wie man dann dahin kommt, die Schritte aufzuzeigen, die verhindern, dass Sie zu viel Geld ausgeben und zu viel Zeit oder anders ausgedrückt, doppeltes Arbeiten, dass Sie das verhindern können. Darum geht es hier im Wesentlichen. Irgendwann wächst der Wunsch, einen Teich haben zu wollen. Und dann gibt es so eine große Ideensammlung. Und die Frage ist, was für einen Teich möchten Sie sich anlegen? Vielleicht einen großen Wassergarten, möglicherweise mit japanischem oder asiatischem Flair. Möchten Sie einen Schwimmteich haben, in dem es keine Fische gibt? Geht es Ihnen um diesen Teich, den Sie so vielfältig in Gärten vorfinden? Eine Oase, stimmungsvoll in den Garten eingebettet, bepflanzt, Fische sind da drin und auch sicherlich eine gewisse Technik. Nicht zu groß, sagen wir mal so im Bereich zwischen 10.000 und 50.000 Litern. Irgendwo da wird es sein. Vielleicht ist es auch ein Teich mit 5.000 Litern. Darum soll es auch gar nicht gehen. Oder tragen Sie sich mit dem Wunsch, dass Sie zum Beispiel einen Koi-Teich haben möchten. Dabei geht es nicht darum, dass Koi nur das Hochwertigste und das Edelste ist. Nehmen Sie davon Abstand, so ist das nicht. Diese Fische sind lediglich in ihrer Ästhetik etwas anders als Goldfische oder Bitterlinge. So einfach ist das. Also, wohin soll es gehen? Und wenn Sie diese Überlegungen abgeschlossen haben, dann können Sie eigentlich starten. Ich habe für Sie ausgewählt, in meinen Gedanken, einen Gartenteich, so wie ich ihn eben aufgezeigt habe. Da war für mich dann irgendwo Licht am Ende des Tunnels, all meiner Gedanken. Und am Ende steht das Ergebnis, ich möchte mir einen solchen Teich anlegen. Und die Gedanken dabei sind, lassen Sie sich in jeder Hinsicht Raum für Ihre Gedanken, wenn es um den Teich geht. Lassen Sie nichts aus, schreiben Sie gern alles auf, was Sie zu Ihrem Teich an Gedanken mit sich tragen. Sammeln Sie Ideen. Schauen Sie sich Teiche an, gern bei Ihren Nachbarn, gern in Fachzeitschriften. Gehen Sie in große Center, die Gartenteiche anbieten, in denen man sich das ansehen kann. In Osnabrück in Büren beispielsweise gibt es das Unternehmen Naturagard, dort kann man große Teichanlagen sehen. Viele, viele Landschaftsgärtner zeigen ihre Teichanlagen. Und ich würde, bevor ich einen Teich einrichte, mir das alles mal ansehen und dann überlegen, was kann ich denn nun machen? Nutzen Sie Fachberatung. Der Regelfall dürfte sein, dass Fachberatung für das Anlegen von Teichen kostenlos sind. Es gibt sicherlich auch die Situation, da wird ein gewisses Honorar dafür verlangt. Das wird Ihnen aber später sicherlich gut geschrieben, wenn Sie bei dem Berater dann auch Ihre Produkte kaufen. Nichts ist so, dass man es nicht gedanklich zulassen könnte, wenn es um den Teichbau geht. Landschaften strukturieren, wo soll er denn liegen und all solche Dinge. Und nehmen Sie sich bitte in Ihren Planungen die maximale Fläche Ihres Gartens. Männer haben die Eigenart, ihn dann doch noch dreimal umzubauen, weil er jedes Mal zu klein geworden ist. Deshalb ist es besser, gleich ganz so groß wie möglich, die Mehrkosten im Bereich zum Beispiel von Folien oder Filtertechnik sind dann im Verhältnis zu Ihrem Gewinn so gering, dass das nicht ins Gewicht fällt. Zwar ist jeder Euro ein Euro, das ist mir schon klar, aber lieber gleich die richtige Größe wählen. Und vor allem den Platz im Garten. Das erkläre ich Ihnen gleich, wie Sie zu Ihrem richtigen Platz kommen. Und beachten Sie bitte auch solchen Gedanken wie beispielsweise Bachlauf, Quelle oder Wasserfall. Soll das mit zu Ihrer Teichanlage, wollen Sie darauf verzichten. Und in dieser Phase, in der Sie noch planen und überlegen, im letzten Jahr war das ganz gut, vergleichsweise zu heute. Heute ist das Wetter 14 Grad warm. Letztes Jahr hatten wir Schnee und alle saßen drin und haben über Teiche nachgedacht. Jetzt sind Sie im Garten. Stellen Sie bitte Herstellungskosten ganz nach unten ran. Sonst engen Sie sich gleich an und sagen, ich möchte nur 600 Euro ausgeben und dann bekommen Sie so einen Teich unter Umständen. Lassen Sie das erst einmal weg. Teich muss nicht teuer sein. Schauen Sie sich oder nehmen Sie sich ruhig mal Ihren Grundstücksplan und spielen Sie mit einem spitzen Bleistift. Gucken mal nach, wie passt denn das in meinen Garten rein? Wird das ein Rechteck, ein Quadrat, eine Ellipse, nierenförmig?
Wenn Sie vielleicht mit dem Bleistift und mit dem Grundstücksplan nicht ganz so firm sind, holen Sie sich jemanden, der Ihnen das alles mal aufzeichnet. Das ist dann schon allerdings ein fertig geplanter Teich. Genehmigungen brauchen Sie in Bremen und Niedersachsen beispielsweise erst dann, wenn das Wasservolumen 100 Kubikmeter überschreitet und die Tiefe weiter als 3 Meter sein soll. Erst dann brauchen Sie Genehmigungen dafür. Was nichts mit Kindersicherheit und Einzäunung zu tun hat, sondern die Genehmigung überhaupt, eine solche Größe und eine solche Tiefe herzustellen. Engen Sie sich nicht ein. Ganz häufig sehen wir, wenn wir irgendwo in Beratung gebeten werden, dass der Gartenteich, nicht immer, aber doch sehr oft, irgendwo in der hintersten Ecke des Gartens ist. Da gehen Sie aber ganz selten hin. Und in der Winterzeit sehen Sie gar nichts. Und auch im Winter ist ein Teich sehr reizvoll. Wir haben unseren Teich 5 Meter von unserer Wohnraumküchen-Wintergartenanlage. Wir sehen also den ganzen Teich das ganze Jahr über und halten uns eigentlich eher in der Küche auf, weil da gucken wir raus. Wenn Ihr Wohnzimmer weit ab vom Teich ist, sind Sie in der wenigsten Zeit des Jahres wirklich an Ihrem Teich. Also, wo soll er platziert werden? Das da ist ein Bachlauf. Ich habe Ihnen da mal eine Sitzecke reingesetzt und diese roten Linien, das sind die Sichtachsen. Wenn ich mir Gedanken über einen Teich mache, dann schaue ich mir das von dem Platz aus an, an dem ich überwiegend das Jahr verbringe. Und ich schaue mir das auch aus den mindestens 3 anderen Richtungen des Gartens zum möglichen Platz des Teiches an, um sehr sicher zu sein, dass ich für die Optik auch den richtigen Teich ausgewählt habe. Wenn Sie das anders brauchen, wenn man das für das Auge wirklich mal plastisch darstellen möchte, dann nehmen Sie sich einen Gartenschlauch, rollen ihn ab und legen die Kontur, von der Sie glauben, dass das die Kontur für Ihren Teich sein könnte, legen Sie das in den Garten rein. Dann haben Sie Umrisse Ihres Teiches und dann können Sie sich den Platz, den Raum, besser vorstellen als auf einem Blatt Papier. Das ist dann schon die Realität. Hier, der blaue Teich, den Sie vorhin auf der Zeichnung gemacht haben, hat der jetzige Teichbesitzer das so gemacht, dass er das Ganze mit Trassierband im Garten ausgespannt hat. Und auf meine Frage, ob er noch Garten möchte, hat er geantwortet, nein. Er hat also jetzt keinen Garten mehr. Gucken Sie nach, dass es harmonisch bleibt. Da sehen Sie das Äußere, die äußere Kontur. Und der Schlauch hier drinnen, der bildet bereits ab das mögliche Profil, wie es in die Tiefe gehen soll. Wenn Sie das in Längs- und in Querrichtung machen, dann haben Sie auch einen Überblick darüber, wie viel Teichfolie und wie viel Vlies Sie eventuell benötigen. Sie müssten dann nur diese Schlauchstrecke einmal in Längsrichtung, einmal in Querrichtung auslegen und das dann eben ausmessen. Dann haben Sie eine Übersicht darüber, was brauche ich denn da. Wenn Sie zwischendurch eine Frage haben, machen Sie das ruhig. Wenn Sie das haben, dann haben Sie die Entscheidung darüber getroffen, wie groß die Wasseroberfläche werden soll. Und Sie haben auch mitentschieden, wie groß das Wasservolumen werden wird. Das hier ist ein Wasservolumen von 200.000 Litern, wenn er angefüllt ist. Ja? Dann wissen Sie das, was später entweder auf Ihrer Wasseruhr in Erscheinung tritt, oder Sie haben einen tauglichen Erdbrunnen oder ein anderes Wasser. Ja, aber die beiden Möglichkeiten sind ja die, die sehr real sind. Wasserleitung oder Brunnen. Wenn Sie das haben, dann können Sie weiterplanen. Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, in Ihrem Teich Fische zu halten, dann brauchen Sie eine Filtertechnik. Sie brauchen keine übertriebene Filtertechnik, aber es muss eine Technik sein, die Sie beherrschen können und die vor allem den Effekt erreicht, den Sie auch erreichen sollen. Der Regelfall wird sein, eine vernünftige Pumpe, die das Wasser auch wirklich hoch zum Filter bringt, dass der Filter auf das Teichvolumen angemessen ausgelegt ist, nicht zu klein ist, weil da liegen die häufigsten Fehler, dass Filter zu klein gerechnet werden. Ein Beispiel, wenn Sie einen 10.000 Liter Teich anlegen wollen, Sie tragen sich mit dem Gedanken, da drin Koi zu halten, also diese Karpfen, dann ist das die Belastung des Wassers anders, als wenn Sie Goldfische darin haben. Dann müssten Sie bei der Entscheidung Koi eben nicht eine Filteranlage für 10 Kubikmeter Wasser kaufen, sondern eine für 30 Kubikmeter. Koi, Karpfen scheiden ganz anders aus und sie scheiden über ihre Kiemen zum Beispiel Ammoniak aus. Filteranlagen können das dann beseitigen, wenn sie richtig ausgelegt sind. Das heißt nicht, dass die riesig groß sind, das heißt nur dem künftigen Wunsch angemessen. Dort gibt es eine enorme Vielfalt.
Wenn man so 20, 30 ist im Lebensalter, dann hat man keine Probleme damit, einmal im Monat so einen Filter irgendwo sauber zu machen, ihn aber nicht blitzeblank zu putzen, sondern normal zu reinigen. Wir in diesem Raum, so in unserem überwiegend charmanten Alter, möchten nicht jeden Tag an so einen Filter haben, was übrigens auch nicht notwendig ist. Man muss sich also eine Filtertechnik aussuchen, die weitgehend wartungsarm ist. Auch das gibt es. Bei der Auswahl Ihrer Pumpen müssen Sie die Filterdurchsatzleistung berücksichtigen. Sie müssen berücksichtigen, ob Sie diesen Filter erhöht aufstellen wollen oder nicht. Denn dadurch bemessen sich über die Kennlinien, die Filterleistung. Wenn Sie das alles gemacht haben und sich gut haben beraten lassen, dann haben Sie schon eine erste große Kostenübersicht. Und noch ein guter Rat, nicht weil wir hier einen Stand haben, aber wenn Sie sich irgendwo beraten lassen und Sie schreiben dann Amazon oder Herrn eBay einen Brief und sagen, ich möchte die und die Pumpe, Sie kriegen sie bestimmt 20 Euro günstiger, aber es kommt auch niemand zu Ihnen und dreht sie weiter. Oder Sie haben die Probleme später, wenn es tatsächlich Probleme gibt, bei Amazon erreichen Sie damit keinen. Woran Sie denken müssen, ist Frischwasser. Muss ich eine extra Zuleitung zu meinem Teich legen? Reicht das, was ich da habe mit Gartenschlauch? Ist der Erdboden nah genug dran? Oder was muss ich da alles so tun? Wenn Sie einen Teich anlegen, dann müssen Sie bitte daran denken, einen Überlauf einzubauen. Weil bei irgendeinem Regen wird da kräftig überlaufen. Unsere starken Niederschläge sorgen dafür, dass es relativ schnell eine Erhöhung des Wasservolumens um 3 bis 5 cm gibt. Und wenn das Wasser dann um die Teichfolie herum in das Erdreich sickert, dann rutscht Ihnen irgendwann die Erde weg und dann rutscht die Folie weg und Sie merken das nicht und haben ständig Wasserverluste. Also darauf bitte gut achten. Es ist sinnvoll, diesen Kreis der Teichanlage mit einem FI-Schalter flink extra abzusichern, wenn es technisch noch möglich ist. Diese Anlage muss schneller reagieren als alles andere im Haus. Der Regelfall ist eine 60-Ampere-Sicherung. Früher hießen diese Sicherungen flink, ich weiß nicht, ob man das heute nennt, aber ungefähr so müsste das sein. Was machen Sie mit all dem Abraum, den Sie aus einem 40-Kubik-Teich rausheben? Wollen Sie Ihren Garten anders strukturieren oder brauchen Sie 6 Container à 8 Kubik? Wer hilft Ihnen dabei? Als Helfer brauchen Sie die Freunde und Nachbarn, die ruhig und besonnen dem folgen, was Sie ihnen sagen und nicht die, die blitzschnell mit dem Spaten ein riesiges Loch gebuddelt haben. Also die brauchen wir auch, um die Container zu füllen. Jetzt geht es um die Teichfolie. Es gibt auf diesem Markt der Teichfolien und der Teichtechnik Folien, die kosten 99 Cent und es gibt Folien, die kosten 12 Euro. Die Entscheidung liegt nicht irgendwo dazwischen, sondern die Entscheidung sollte in der Qualität liegen. Denn das, was Sie sich heute anschaffen, das soll auch dauerhaft sein, für die nächsten 15, 20 Jahre ganz sicher. Und Folien, die von einer vernünftigen Qualität sind, das heißt wenig Cadmium, wenig Blei und wenig Asche beinhalten und möglichst keine Recyclingstoffe. Aus dem ostasiatischen Raum kommen Folien, die diese Produkte genau in sich haben. Wir wissen nicht, was das in die Erde abspaltet und auch nicht, was die Fische davon abkriegen. Kaufen Sie bitte Folien niemals unter 1 mm. Kleine Steine, die sich durch Wasser und Frost bewegen, schieben in diese Folie im Laufe der Zeit kaputt oder machen sie porös. 1,4 oder 1,5 mm ist aber auch nicht notwendig, sondern es kommt oft darauf an, welche Struktur und welches Profil Sie legen. 1 mm, dann wäre die Farbe grün besser als schwarz, weil grün nicht so viel Wärme anzieht, wenn Sie Flachwasserzonen haben. Das war noch nicht einmal 4 Jahre alt. Das war eine Billigfolie, nach 4 Jahren völlig zerstört. Der ganze Teich musste wieder raus. Da wurde einer älteren Dame einen Teich verkauft mit dem Hinweis auf 7000 Liter. Alles wurde mit Hyperkies ausgelegt. Wir haben ihn dann rausgenommen, haben nach der Sanierung gemessen, 3,5 Kubikmeter und den Hyperkies haben wir rausgenommen. Jetzt hat sie endlich Wasser und sie sieht Fische und vor allem ihren Teich. Es ist immer eine große Entscheidung, ob Sie BPDM, also Kautschukfolien, nehmen. Heute sind die Kautschukfolien synthetisch hergestellte Kautschukfolien. Der Vorteil ist, sie sind unheimlich dehnbar und sehr elastisch, auch im Winter bei Frost, was PVC-Folien nicht sind. Beide Folien können Sie erst bei Temperaturen von 15 Grad plus, über die Dauer von 4 Stunden, wenn Sie was anbauen müssen, schweißen müssen, erst dann kann man das wirklich verarbeiten. Wenn Sie mit einer Folie arbeiten, machen Sie es möglichst bei Sonneneinwirkung, dann lässt sie sich einfach leichter verlegen, weil sie wärmer wird und dadurch dehnbarer.
Wenn man Folien, ich habe übrigens nichts gegen Steine, aber komplett so schützt, dass man nur noch Steine darüber legt, dann ist das noch über die Dauer nicht schön. Erstens, die Steine werden in den Teich zurückrollen, sie nehmen ihm Wasservolumen weg. Unten auf dem Boden sind sie zwar im ersten Jahr schick und das sieht gut aus, weil das weiß ist oder hell und die Fische, die darüber schwimmen, können sie besser sehen. Aber in 2-3 Jahren ist dann der Zwischenraum zwischen den Steinen mit Sediment dicht gesetzt, eine Schicht setzt sich rüber, sie sehen ihre Steine nicht mehr. Das kostet sehr viel Geld, die Tonnen Jute und Kies, aber sie bringen ihnen nichts. Sie nehmen nur Raum. Man kann auch mit der richtigen Folie kleinere Becken gestalten. Hier sehen Sie ein Schweißgerät, die werden dann allerdings nicht mehr ausgelegt, weil dann hätten Sie zu viele Faltenbildungen, sondern die werden dann thermisch gespeist. Jetzt kommen wir zu Ihrem möglichen Teichprofil. Das ist schon ein annähernd gutes Profil. Sie haben eine Flachzone, Sie haben eine Tiefzone, die so bei 40 bis 60 cm liegt. Da unten, die tiefste Stelle des Teiches, hat der Teichbauer, er hätte sie etwas großzügiger gestalten können und nicht so keilförmig runtergehen. Sie haben hier also die Möglichkeiten, Sumpf- und Flachwasserzonen einzurichten, Pflanzen in der Tiefe von 5 bis 20 cm einzusetzen und Sie können auf der zweiten Stufe ganz gut und gern die Pflanzen auswählen, die gerne bis zu 60 cm Tiefe stehen. Es gibt Pflanzen, die auch gerne aus 2 Meter Tiefe hochwachsen. Aber der Regelfall ist nicht, dass Sie so einen Teich haben. Diese Teichprofile oder Pflanzterrassen sollten immer eine Breite von 30 cm haben und ihre Neigung, ja, so, muss zum Ufer hingehen. Wenn Sie Pflanzsubstrate aufbringen, sollen die Ihnen nicht wieder zurück in den Teich rollen. Die Breite deshalb, wenn wir in den Teich reingehen, auf diese Pflanzstufen, also Sie, dann brauchen Sie auch eine sichere Trittbreite. In den meisten Fällen sehen Sie das sehr schmal, da können Sie nur mit einem Fuß rauf. Entweder halten Sie sich irgendwo anders oder bitten jemanden, sich zu halten. Und dann schneiden Sie unten eine welke Pflanze ab. Und man hört dann häufig so ein dumpfes Geräusch. Dann ist man drin. Dort ist Folgendes passiert. Das Helle, das war zwar nett, er hatte einen sehr, sehr weichen Sand und hat dann einfach mal Kies geholt, hat das mit 1:6 dann mit Betonfaser Zement vermischt. Und hat dann diesen hellen Bereich, das ist er, ganz einfach so mager betoniert. Damit hat er eine ruhige und stabile Fläche. Was dann passiert ist, war natürlich nicht gut, das können Sie hier sehen. Der schwarze Bereich ist der Krater, der nach unten geht. Er hat sich also den Zylinder nachher so als Kegel ausgebildet. Das heißt, die 1 mm starke Folie, die er versucht hat, da reinzukriegen, wird sich nicht an die Ränder ranlegen, sondern sie verschenkt erstens Folien, zweitens Raum, drittens damit Wasser. Es ist unheimlich schwer, das sauber zu machen und sie nehmen sich damit alles weg, also das reicht für nichts. Und vor allem an diesen tiefen Punkten dürfen die Pumpen nicht stehen. Dort steht dann am Ende die Pumpe und sie muss zweimal im Monat rausgenommen werden, im Sommer, weil sie ständig durch alle möglichen Dinge verstopft ist. Wo die Pumpen stehen sollen, kriegen sie gleich. Also sorgen Sie dafür, dass Sie möglichst Räume bekommen und dass die Neigungen, das sehen Sie gleich nochmal, nicht 90 Grad runtergehen, sondern dass sie in einem bestimmten Winkel runtergehen, wobei es dann nicht auf 1 Grad Neigung ankommt. Aber 90 Grad ist übel, da fällt die Folie weg. Das ist einfach ein Schema, das können Sie auf unserem Stand wirklich in der Natur sehen. Das ist ein Anhalt, das muss nicht so sein, aber es darf ruhig so sein. Und je mehr Raum Sie haben, die roten Keile, das sind die Neigungen zum Ufer hin, desto mehr können Sie Ihre Pflanzschalen ausbreiten. Also der Bereich von links nach rechts, 30 cm gerne und auch in der Höhe von 30. Wenn Sie nämlich später auf diese Pflanzstufen Pflanzsubstrate aufbringen, dann verändern Sie deren Höhe ja schon wieder. Also es ist sinnvoll, wenn Sie eine Pflanzhöhe oder eine Terrassenhöhe hier von 30 cm später haben wollen, wenn da die Pflanzen draufstehen, müssten Sie rein theoretisch 35 cm tief ausheben. Und hier sind nochmal die Breiten. Und unten am Boden an der tiefsten Stelle bei einem Teich, der 1,50 Meter Tiefe haben sollte, sollte ein Bodengrund von 80 cm in der Breite und dann die Länge des Teiches da sein. Der Platz für die Fische ist gut, Sediment kann sich vernünftig ansammeln und Sie haben die Möglichkeiten dort unten, wenn es denn so sein muss, ruhig und richtig zu arbeiten.
Hier haben Sie nochmal so einige Teichprofile. Das da unten, das Wasser ist drin gelassen worden. Das ist braunes Wasser, Erdwasser. Das ist so ein Bombenkrater. Das geht von oben nach unten ganz runter. Die Folie rutscht, wenn sie an den Seiten nicht befestigt wird, immer wieder runter. Hier sehen Sie die Folienverlegung. Sie kriegen diese Falten ganz einfach nicht weg. Und wenn jetzt Wasser reinkommt, dann sehen Sie, schauen Sie sich mal die unterschiedlich das Verhalten der Falten hier oben an. Der Faltenwurf zieht sich in die Tiefe durch die Last des Wassers. Und wenn Sie vorher den Randüberstand nicht ausreichend gewählt haben, von mindestens 40 cm, dann haben Sie ein Problem, dann zieht an irgendeiner Seite des Ufers die Folie durch die Last des Wassers in den Teich runter. Sie müssen das wieder rauspumpen und die Folie zu dieser Seite nachziehen oder Sie müssen das anschweißen. Also Zugkräfte wirken da. Hier ist das Teichprofil, die Kontur selbst schon gut und das Profil auch in Ordnung. Unten wurde das Schmutzwasser der Fotografie wegen drinne gelassen. Der Raum ist ausreichend groß gewählt. Das ist ein Teich von 7000 Litern Wasser, der auch komplett seine Pflanzzonen hat, die Seerosenzone. Hier vorne ist noch eine Erhöhung vor dem Wasser und das ist der Platz der Pumpe. Jetzt, vorher stand die Pumpe da unten drin. Einmal im Monat musste der Herr das Wasser rein, die Pumpe rausholen, weil Sediment da drin war. Es waren abgestorbene Blätter da drauf, Laub. Oder ein Frosch hat geglaubt, das wäre ein weibliches Wesen und hatte sich mit der Pumpe verbunden. Die Pumpe hat nicht die Aufgabe, Sediment aus dem Teichschlamm heraus, also den Teichschlamm zu fördern. Die Aufgabe der Pumpe besteht darin, Wasser und freischwebendes Sediment in den Filter zu bringen. Das Sediment am Boden, also den wirklichen Bodenschmutz, kriegen Sie nur auf zwei Wegen raus. Entweder Sie haben einen Teichsauger und saugen es weg, das ist sinnvoll, oder Ihr Teich ist so angelegt, dass Sie Bodenabläufe haben, die dann in Pumpensammelschächte reinkommen und damit ziehen Sie das ganze Zeug da weg. Diese Folien sollte man schützen gegen Frost, gegen mechanische Beschädigung, zum Beispiel Eis. Wer einen Hund hat und wenn dieser Hund auch noch gerne ins Wasser springt, wenn er über eine ungeschützte Folie rennt, kann es schnell passieren, dass er mit den Krallen in die Folie reinhabt und Sie finden dieses kleine Loch erstmal nicht, aber haben ständig Wasserverlust. Das machen wir mit Ufermatten. Das hier ist dieser Krater mit 200 Kubik, den Sie vorher gesehen haben. Jetzt ist er fertig. Die Pflanzterrasse hier ist knapp einen Meter breit, ist 40 cm tief. Dann geht es über einen Uferwall, der wird bepflanzt. Und hier hinter ist der sogenannte Filter- oder Teichgraben. In dem stehen dann die Pflanzen drin, die wirklich einen sehr hohen Nährstoffbedarf haben. Und das sind die meisten Pflanzen. Wenn Sie sich mal einen Naturteich ansehen, stehen die wenigsten Pflanzen im Wasser drin, mit Ausnahme der Seerosen. Die meisten stehen am Ufer oder am Spülsaum. Dort ist es sehr nährstoffreich. Wenn wir das in unseren Teichen machen würden, würden Sie innerhalb eines Monats umkippen, dann sind Sie mit Algen durchsetzt, dann ist das Wasser braun und kein Sauerstoff mehr da. So. Noch einmal, da wird keine Folie geschützt. Das ist dieser komische Teich. Außerdem ist dieser Teich so gestaltet, dass wenn Sie um ihn herumgehen, immer wieder Steine in den Teich reinrollen lassen. Also achten Sie darauf, wie Sie Ihr Teichumfeld gestalten. Und ein Tipp ist es immer, immer in jeder Hinsicht zu angrenzenden Gebäuden oder Bereichen, die Sie nicht so gern betreten wollen, Beete zum Beispiel, einen Meter Abstand zu lassen. Ich meine es übrigens bitter ernst, ich habe das an meinem Teich in den letzten zwei Jahren verändert. Ich habe mir Wege angelegt, die, wenn ich mal einen Rollator benötigen sollte, ich dann auch noch betreten kann. Ja, das ist einfach so. Das ist eigentlich ein Bachlauf. Ich habe darüber geschrieben, warum eigentlich immer Jütlandkies. Man kann Bachläufe in ihren Feldern und im Umfeld ganz anders gestalten, mit weniger Kosten, zwar mit einem zeitlich höheren Aufwand, aber eben mit geringeren Kosten, das geht. Und diese Ufermatte, die ich Ihnen im Bild vorher gezeigt habe, die da, wenn sie mit Sand und Lehmgemischen eingerieben wird und wenn eine Saatmischung darauf kommt, dann sehen Sie, diese Ufermatte im zweiten Jahr nicht mehr. Dann ist sie eingewachsen. Und das verändert diese Matte auch nicht mehr. Dahinter sehen Sie schon das Gartenumfeld. Ich habe Ihnen hier mal einige Gestaltungsmöglichkeiten für Teichränder nebeneinander gestellt. Schauen Sie sich das einfach nur an. Ich will das nicht so besonders kommentieren. Das ist eine Ufermatte. Das ist eine Steinfolie. Da sehen Sie eine ungeschützte Folie. Und hier drinnen sehen Sie die Aufschüttung Jütlandkies.
wenn Sie in Ihrem Teich Amphibien haben und wenn Sie das schätzen, Molche zum Beispiel, Unken und solche Dinge, das kann für die tödlich sein, dass Sie da nicht wieder rauskommen. Übrigens, größere Fische, die versuchen da reinzukommen, schaffen manchmal den Rückweg auch nicht. Der Quellbereich ist immer ein sehr sensibles Thema. Sie sehen gleich nochmal Fotos, die dazu dienen zu sagen, so müsste das gar nicht aussehen. Das macht ein sehr hohes Geräusch, wenn Sie auf der Terrasse sitzen und Sie haben einen solchen Bachlauf, Höhe 1,50 Meter und das Wasser knallt nach 40 Zentimetern auf Steine oder auf die nackte Folie, dann haben Sie ein Geräusch. Wenn Sie sich mal in aller Ruhe mit Ihrer Dame unterhalten wollen und Kaffee trinken, dann schalten Sie das Ding garantiert ab, denn den hören Sie immer. Das ist angenehmer, hier flüstert die Quellregion. Es besteht natürlich die Gefahr, dass Sie dabei einschlafen. Vortrag der Gartenteich. Ich habe mir das mal so überlegt, dass es heißt, vom Wunsch zur stimmungsvollen Oase der Ruhe. Weil ich glaube, dass Wasser im Garten immer so etwas ist wie Ruhe, Besinnung. Die Welt besteht zu 60% aus Wasser, wir haben 60% Wasser. Von daher ist es nahe, dass man auch mal einen Wunsch hat, einen Gartenzweig zu haben. In meinem Vortrag erhebe ich nicht den Anspruch, Ihnen heute den Teich vorzustellen. Ein Quellbereich oder ein Bachlauf hat Wasser. Da kommt etwas, was Sie wirklich sehen. Und darunter steht, was man denn so berechnen muss, um das Wasser hier auch wirklich über die ganze Breite der Fallkante zu bekommen. Sie sehen, dieses bisschen Wasser hat hier vorne auch nur so eine abscherende Kante. Das heißt, das sieht auch nicht unbedingt schick aus. Wenn Sie schon einen Bachlauf haben und eine Steinkante, dann soll das auch über die gesamte Fallbreite dieser Kante rüberkommen. Und zwar in der Menge, dass sich dieses Wasser unten in einem Becken spiegelt, dann haben Sie die richtige Entscheidung getroffen. Sehen Sie? Das kann man natürlich mit solchen Gewächsen wie dem frostigen Bubikopf oder im Sommer mit Brunnenkresse, die Sie sich einfach anzüchten können, damit kann man das verändern. Wieso macht er das? Wenn Sie Quellsteine brauchen und Sie Öl haben möchten und Sie wollen wirklich Wasser daraus haben, nicht in dieser Höhe, aber wirklich so eine kleine, nette Fontäne, dann reicht ein Halbzollschlauch nicht, sondern dann muss es schon ein bisschen anders berechnet sein. Sie müssen die Entsorgung Ihres Teiches klären. Das da hinten ist wieder dieser Riesenteich und hier ist sein 40 Kubik Filterteich. Dieser Teich mit 200 Kubikmetern Wasser wird mit 40 Kubikmeter Filterteich und einer 75 Watt Schwerkraftpumpe bearbeitet. Das Wasser ist klar und die freuen sich. Die einzige Last, die die Besitzer dieses Teiches dann haben, ist, Sie müssen mal alle 3-4 Jahre in diesen großen Filterteich rein und den mit einem befreundeten Landwirt mit diesem Höhlewart mal kurz leersaugen lassen, weil das können Sie mit einem normalen Teichsauger nicht mehr machen. Kleine Teiche bis 40, 50 Kubik lassen sich durchaus unten am Boden vom Sediment her gesehen mit einem Teichsauger bearbeiten. Alle anderen Dinge werden etwas schwieriger. Die Lage des Teiches, also wohin? Dort hinten sehen Sie eine große Kultur Haselnüsse. Sie wissen, dass Haselnüsse gelblich blühen und ihre Blüten und Pollen dann später in den Teich reinschmeißen. Dieser Teich ist in der Schweiz, der hilft, und hier unten sehen Sie Algenpolster. Da kam vor 3-4 Jahren der Hilferuf, der Teich ist total gekippt. Und die einzige Möglichkeit, die man dort hatte, ist wirklich das Umfeld zu verändern, also die Haselbäume alle weg, weil alles das fiel in den Teich und wurde nie rausgeholt. Und irgendwann ist der Teich an seinem Ende. Das geht also nicht. Das müsste man da anders machen. Das ist ein Schwimmteich. Da kommt die Wasserblüte ins Spiel. Gegen die können Sie gar nichts tun. Und diese kleinen Algen, die Kieselalgen, sind so fein. Wir haben das Experiment mit dem Kunden dort gemacht. Sie bekommen die nicht über einen Kaffeefilter rausgefiltert. Er hat hinten im Hintergrund eine wunderbare Teichanlage eines ganz namhaften Herstellers, der das aber nicht schaffen kann. Es geht nicht. Das geht durch das ganze Filtermaterial durch und kommt so wieder zurück. Ich habe mir den Teich dann mal genau angesehen. Der Teich wurde an vielen Stellen nicht belüftet, also nicht mit Sauerstoff angereichert. Wir haben den Teich mit 600 Litern Luft pro Stunde, das ist ein sehr geringer Energie- und Kostenaufwand, belüftet und haben in die bestehende Schlauchverbindung eine 75 Watt UVC-Lampe eingesetzt und nach 10 Tagen, das ist der Eingangsbereich, sah der ganze Teich genauso aus. Es geht hier um einen Schwimmteich. Und der Besitzer wollte natürlich ganz gerne schwimmen, ohne immer grüne Ansammlung in seinem Bad zu haben. Wenn das ein Fischteich gewesen wäre, hätte ich gesagt, lassen Sie das so. Nach 6-7 Wochen ist er alleine weg. Ja, prima.
Wenn Sie das erste Mal befüllen, dann sollten Sie das über die Wasseruhr machen, sodass Sie wirklich wissen, wie viel Wasser haben Sie denn in Ihrem Teich. Gelegentlich gibt es Anlässe, da muss man das wissen. Zum Beispiel, wenn Sie etwas gegen Algen tun wollen oder wenn Sie den Teich mit Mineralien aufhärten wollen, dann müssen Sie wissen, wie viel Wasser Sie da drin haben. Für alle Käuferleute, wenn da mal was gegen Würmer in den Teich rein muss, wenn man sicher sein kann, dass es Parasiten sind, auch dann müssen Sie wissen, wie viel Wasser Sie da drin haben. Sonst gesteht es, dass man im Regelfall unterdosiert, dann wirkt das alles nichts. Bei Überdosierung können Fische Schaden bekommen. Danach, wenn Sie das alles fertig haben, nehmen Sie die Technik in Betrieb und gestalten Sie Ihr Teichumfeld durchaus mit verschiedenen Sitzplätzen, mit einem schönen Umfeld. Das ist individuell selbstverständlich, wie jeder Teich auch. Für einen Teich, wenn Sie den anlegen, brauchen Sie etwas länger. Wenn Sie eine gute Planung und Vorbereitung nicht außer Acht lassen, aber dann haben Sie ihn und Sie können ganz sicher sein, es gibt nichts, was Sie nicht realisieren können. Das hier ist ein Teich mit 250.000 Litern Wasserinhalt, da drin schwimmen 27 Koi. Der ist 2,60 Meter tief und wird an der Stelle mit einer 73 Watt Schwerkraftpumpe betrieben. Das hier ist seine Filteranlage, das sind allein 7 Kubik und da ist ein Pflanzenfilter dran. Das da ist ein Teich auf der Insel Föhr, wenn hier jemand auf Föhr fährt. Hinten an der Mühle finden Sie diesen Teich, ein totaler Naturteich, in jeder Hinsicht stabil, da schwimmen die kleinen Fische drin und alle freuen sich. Ich habe einige zum Schlafen gebracht, das tut mir sehr leid. Sehr viel interessanter kann ich es nicht machen, sprechen muss ich. Wenn es Sie nicht ganz so ruhig gemacht hat, dann danke ich Ihnen für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an mich haben, gerne. Ich bin entweder noch ein bisschen hier oder Sie finden mich an dem Stand Gartentechnik Bremen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und einen guten Aufenthalt.